Ein Stück weiter entlang des Sees, kurz vor Montreux, wohnt der Comiczeichner Derib. In seinem Atelier in La Tour de Pelz arbeitet er oft 12 Stunden täglich. Mehr als 50 Comicbände hat Derib publiziert. Unter anderem den bekannten Yakari. Europas Comicgrößen kannte er alle. Es war eine große Familie und wenn man ein wenig Talent hatte, wurde man sehr schnell integriert. Und nun nehme ich so langsam für die jungen Zeichner den Platz ein, den sie für mich einnahmen. Das berührt mich sehr. Es ist ein Kreis, der sich schließt und ich hoffe, dass er sich nicht zu schnell schließen wird. Ja, und es ist eine Leidenschaft und ein Privileg, so sehr in diesem Beruf verankert sein zu dürfen. Derib widmet sich vielen sozialkritischen Themen. Doch in den letzten Jahren ziehen ihn auch Inhalte mit Lokalkolorit an. Derzeit zeichnet er an einem Comic über Kühe. Ich habe in den letzten 20 Jahren unter anderem 4 Bände über AIDS, Prostitution und Gewalt gemacht. Ich hatte es ein wenig satt, es war etwas belastend. Und da ich gerne Kühe mag, hatte ich die Idee, eine Geschichte über Kühe zu machen. Freunde züchten die sogenannten Ehringer Kühe im benachbarten Kanton Wallis. Dort, wo sein Vater, der Maler François de Rubaupierre, unzählige Bilder malte. Heimatmotive, die auch Derib für seinen neuen Comic inspirieren. Es berührt mich schon, dass man im Laufe der Zeit Dinge tut, die sich sehr ähneln. Ich habe mich sogar von dem Maulesel und den Menschen, die das Heu auf seinen Rücken laden, inspirieren lassen. Und ich habe ein Porträt einer Waliserin nach einem der Bilder meines Vaters gezeichnet. Da gibt es also ganz klare Beeinflussungen. Auch die realistische Malerei des Vaters, in Yakari noch wenig vertreten, findet sich in Deribs neueren Bänden wieder. Die Familiengeschichte nimmt ihren Lauf. Lektorin ist Ehefrau und Kinderbuchautorin Dominique de Rubaupierre. Sohn Arnaud verlegt die neueren Comics. Ich wollte ja eine Seite, auf der die Kühe wirklich im Vordergrund stehen. Der neue Comic erzählt die Geschichte der Ehringer Kühe, die im Wallis gezüchtet werden. Jedes Jahr mehrmals treten sie bei Kuhkämpfen gegeneinander an. Dann werden wir die Seite jetzt scannen, damit du sie anschließend kolorieren kannst. Das Verlagsbüro liegt nur wenige Kilometer weiter in Montreux am östlichen Ende des Genfer Sees. Die Stadt mit dem legendären Jazzfestival zog schon im 19. Jahrhundert Adlige und Intellektuelle an. In der Altstadt, an den steilen Berghängen, haben sich in den letzten Jahren viele junge Leute und Kreative niedergelassen. Arnaud führt neben dem Verlag ein kleines Café mit Galerie. Seite 5 ist bereit für den nächsten Schritt, das Kolorieren. Ah ja, das sieht toll aus auf dem Papier. Noch muss Derib viele weitere Szenen aus den Bergen des Wallis zeichnen. Statt nach Fotos würde ich sie gerne vor Ort zeichnen. Aber das hängt ein wenig von meinem Alltag hier unten ab. Es stehen verschiedene Publikationen mit Widmungen und Publikum an. Ich würde wirklich gerne noch einmal zurückkehren, die Ruhe genießen und die Szenen, die dort oben spielen, auch dort oben zeichnen. Oben in den Bergen des Wallis, wo die Ehringer Kühe leben, liegt auch der große St. Bernhard Pass, die Heimat der Bernhardinerhunde.